Hallo ihr Lieben, heute ist der letzte Tag auf der Nürnberger Spielwarenmesse und heute ist die Halle 7a für die Öffentlichkeit geöffnet und es gibt natürlich eine ganze Menge Leute, die es hier herziehen. Und ich selber muss noch einen kleinen Rundgang machen, denn mir fehlen immer noch 2 oder 3 Firmen. Diese Lok muss ich noch nachliefern. Es ist der Big Boy in der Baugröße N von Minitrix. Auch in diesem Maßstab ein Riese. Als nächstes machen wir Station bei der Firma Lemke. Hallo erstmal. Ja, erstmalig hier auf der Messe in Nürnberg haben wir von LS Models den ET403 in der Intercity-Lackierung. Das ist im Prinzip schon ein Serienmuster. So wird er dann aussehen. Die Räder sind natürlich dann nicht Gold, sondern werden brüniert sein. Und zweites Highlight ist da oben der Metropolitan. Den hat also LS jetzt zur Wiederauflage angekündigt in einer überarbeiteten Version mit neuen Innenbeleuchtungen und entsprechend auch die Loks mit neuen Betriebsnummern. Und der soll im Laufe des Jahres, also des ersten Halbjahres, dann tatsächlich auch schon zur Auslieferung kommen. Das sind so meine Highlights in diesem Jahr. Alles Weitere dann in Dortmund. Da zeigen wir dann vielleicht schon mehr. Mit der Firma Herpa runden wir unseren Messerundgang ab. Also wir haben dieses Jahr ein paar interessante Youngtimer rausgebracht, nämlich den Mercedes SL und den Käfer 1303, die wirklich sehr schön geworden sind und der auch sehr, sehr gut ankam. Und gerade für die Modelleisenbahner ganz spannend sind zwei Fahrzeuge aus dem, ich sag mal, Baustellenbereich, nämlich der Teleskoplader und auch der Muldenabsetzkipper. Das sind so typische Szenen, die man für die Eisenbahn gestalten kann. Und da ist der Muldenkipper halt ganz wichtig. Und der Teleskoplader ist halt ein modernes Fahrzeug, das kann man vielfältig einsetzen. Vielleicht auch mal für die Landwirtschaft, das lasse ich jetzt mal offen. Da gibt es noch viele Spielmöglichkeiten. So, ihr Lieben, ich bin jetzt am Ende mit meinem Rundgang. Ich muss noch eines machen, ich muss mich bei euch noch ganz herzlich bedanken. Während der Messe habe ich den 16.000. Abonnenten auf meinem Kanal begrüßen dürfen. Das heißt, ich habe ihn nicht begrüßt, ich habe mich darüber gefreut, über diese neue Zahl. Und jetzt hoffe ich, dass die Nürnberger Spielwarenmesse im kommenden Jahr so ähnlich wird wie in diesem Jahr, dass nämlich wieder ein paar größere oder kleinere Firmen hinzukommen, auch wenn die Stände klein sind. Aber ich finde, Nürnberg Spielwarenmesse, das ist einfach ein Muss. Das, ihr Lieben, war es von dieser Stelle aus. Macht's gut, bis denn und tschüss.